Wir schauen uns heute mal wieder schnell einen Manga an, der wieder ein kleines Extra hat. Und zwar Band 15 von Demon Slayer. Der hat ja ein kleines Print mit dabei. Ich habe mir auch schon den nächsten Lehrschuber vorbestellt. Und auch schon die nächste Citrus Plus Ausgabe. Das müsste ja, glaube ich, 4 sein. Und natürlich ist der nächste Band von Jona auch schon vorbestellt. Was so die Manga hier in der nächsten Zeit betrifft, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Da wird also noch einiges kommen. So, hier haben wir unser Cover. Schande über mein Haupt, ich habe immer noch nicht angefangen, Demon Slayer zu lesen. Ich habe auch noch nicht weitergeschaut. Ich weiß nicht warum. Er ist wirklich toll. Ich habe auch Band 1 immer noch nicht hier. Ich glaube, ich brauche noch Band 1 und 3. So, wunderschöne Rückseite haben wir hier. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir haben sogar eine richtig süße erste Seite hier. Ja, ich liebe Katzen auch. Ich verstehe dich komplett. So. So geht es hier weiter. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht irgendwie reinblättern oder sonst was. Ich zeige nur die ersten Seiten wie immer, weil sonst würde ich mich ja auch selber spoilern. Ja, ich habe nur geguckt nach irgendwie, ja, was Besonderem. Das haben wir hinten noch. Eine kleine Dankaussagung. Wow, 2019. Wir sind ein bisschen langsam, wa? Ja, das haben wir, wie gesagt, noch hinten. Und wirklich, ich finde das wirklich richtig, richtig schön, weil lila und blau sind meine Lieblingsfarben. Noch ein bisschen pink und weiß. Wunderschön. So, dann haben wir natürlich unser Print. Ich bin sicher, ihr werdet es alle schon kennen und alle haben, aber ich wollte es euch trotzdem einfach mal zeigen. Hat eine, ja, schöne Dicke. Es ist nicht zu dick oder zu dünn. Es geht wirklich tatsächlich. Und dann haben wir noch dieses Motiv hier auf der Rückseite. Finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann war's das zu Band 15 zu Demon Slayer. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir irgendwann noch mal eine, ich sag mal, Limited Edition mit extra bekommen werden in der Erstauflage. Bin ich aber ziemlich sicher. Wie gesagt, den nächsten Schuber werde ich dann auch unboxen. Auch in wunderschönem Lila für mich. Und dann muss ich echt mal Demon Slayer nachkaufen und weiterkaufen. Ich bin gerade dabei, so eher vergriffene Manga zu kaufen, dass ich die noch bekomme. Und dann kann ich ja vielleicht irgendwann mal mit Demon Slayer weitermachen. Wer weiß. Ja, meine Lieben. Dann sind wir hier am Ende. Wie gesagt, ein paar Manga werden in der nächsten Zeit auch noch kommen. Seid also, ja, gespannt. Ihr wisst ja schon jetzt, was kommen wird. Freut euch drauf und schaltet gerne wieder ein. Und dann sind wir jetzt hier am Ende. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.